Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier zu diesem heutigen Videobeitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Und heute, ja, freue ich mich, dass ich hier mal wieder in Dresden bin bei Rudi Alexander Daniel. Wir haben gestern 20 Videosequenzen aufgenommen, ne, zu einem neuen Kurs. Spirituelle Therapie wird da entstehen, dazu zum späteren Zeitpunkt mehr. Es werden jetzt noch einige Aufnahmen an Meditationen und weiteren Übungen folgen. Also wir sind hier total am Wirken und haben hier jetzt gerade eine kleine Pause eingelegt und ja, haben uns so ein bisschen drüber ausgetauscht, wie unterschiedlich das Universum denn so agiert, das Leben agiert, einen auf den Weg bringt, auf den spirituellen Weg. Das war bei mir so ein ganz eigener, können wir später vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen oder uns austauschen. Aber jetzt möchte ich einfach mal Rudi hier zu Wort kommen lassen, dass er euch mal erzählt, auf welchen unterschiedlichen Wegen er auf seinen jetzigen Weg gekommen ist. Einfach mal so ein bisschen als Rückenstärkung auch. Man kann da ganz viele Aspekte auch für sich herausfinden und auch mal ein bisschen offener sein dem Leben gegenüber, das einem immer so die Botschaften und Lektionen schickt, dass man einfach mal dahinter blicken kann, was steckt jetzt dahinter, und diese Botschaft auch annehmen und sich so auf seinen Weg begeben. Genau. Ne? Ja. Also so rückblickend finde ich das immer wieder interessant, dass ich viele Momente in meinem Leben hatte, die habe ich ganz bestimmt in einer bestimmten Art und Weise bewertet und eingeordnet, und es war völlig daneben. Ja, also es hat schon angefangen, als mein Vater war Volkswirt und aber ein Hobbyastrologe, und dann hat meine Mutter erzählt, der hat dann gleich nach meiner Geburt ein Geburtshoroskop angefertigt und hat zu meiner Mutter gesagt, also der kannte den Begriff Spiritualität nicht, sondern es war religiös. Er sagte, also der Rudi, der wird garantiert Pfarrer. Der hat ein ganz religiöses Horoskop. Also der muss unbedingt Pfarrer werden. Ne? Mhm. Und dann ist Folgendes passiert. Also ich bin konfirmiert worden natürlich. Und habe aber mit 16, hat es für mich alles nicht gestimmt. Bin ich mit 16 aus dem Religionsunterricht ausgetreten. Mit 18 aus der Kirche. Und dann hat er die Welt nicht mehr verstanden, weil er gesagt hat, ja, das versteht er eigentlich gar nicht. Ja? Also habe ich damals auch als Atheist empfunden. Mhm. Ja? Und dann kam ich ja nach Indien. Mhm. Und dann kam ich zu Sai Baba, können wir ja nachher noch ein bisschen vielleicht auch näher darüber reden, weil Sai Baba hat mein Leben vollkommen verändert. Und über Sai Baba bin ich damals zu Jesus Christus gekommen. Mhm. Also ich musste nach Indien fahren, aber der Jesus Christus war dann der Jesus Christus, vollgestopft mit Liebe und Licht, ja, und nicht der am Kreuz hängt. Wie stelle ich mir das vor? Wie bist du über Sai Baba zu Jesus Christus gekommen? Das sind ja für mich so zwei verschiedene Bereiche aus meiner religiösen Erziehung her, die ich genossen habe. Ganz genau. Also ich hatte eigentlich mit der Kirche abgeschlossen. Ich habe mich dann nicht auseinandergesetzt, was die Kirche im Mittelalter gemacht hat, dass ganz viel Weisheit verbrannt hat sozusagen, dass die ganzen alten weißen alten Frauen und Männer, und das war für mich nicht in Ordnung, und da habe ich mich so abgewendet, und dann kam ich in einer bestimmten Lebenssituation sozusagen als Atheist. Ich hatte eine große Veranstaltung organisiert, Sportler und Musiker gegen Fremdenhass, und dann hat Lufthansa uns drei Flüge gesponsert, und dann habe ich einen Flug geschenkt bekommen und konnte mir überlegen, wohin ich fliegen möchte. Und dann habe ich gedacht, okay, ein letztes Mal fliege ich nochmal nach Indien. Das war 1993 war diese Veranstaltung. Und dann war ich kurz vorher bei einem Astrologen, und dann sah ich ein Foto auf seinem Schreibtisch. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wer ist das denn? Und sagte, das ist Sai Baba. Und dann sagte er, wer ist Sai Baba? Und dann sagte er, ja, er kann Dinge aus dem Nichts entstehen lassen. Also er kann Dinge materialisieren. Mhm. Und dann fand ich es ja irgendwie ganz interessant, konnte es nicht so richtig glauben. bin ich schließlich dann nach Indien geflogen und habe gedacht, dann besuche ich auch mal Sai Baba. Weiß noch, dass ich in Bangalore so ein ayurvedisches Krankenhaus besucht hatte. Und da von da eine Postkarte an eine Freundin geschrieben, in 2 Tagen besuche ich Sai Baba, mal gucken, ob es ein Holy Man, ein heiliger Mann oder ein Hohlkopf ist. Also mit dieser Einstellung bin ich dahin. Mhm. Und dann bin ich als nicht religiöser Mensch, aber mit der Spiritualität, mit einer spirituellen Energie,
in Kontakt gekommen. Und der Ashram von Sai Baba, da gibt es ja ein Logo sozusagen, und es sind alle Religionen abgebildet. Aha. Ja, also Sai Baba hat auch gesagt, Sai Baba ist sowas wie ein Avatar oder wie immer, das ist ein ganz eigenständiges Thema, könnte man lange drüber reden. Also so etwas wie, also für mich sowas wie Jesus Christus, mhm. ja, und, aber er verbindet alle Religionen, mhm. ja, und er sagt, er ist nicht auf die Erde gekommen, um eine neue Religion zu begründen, sondern auf die Erde gekommen, um die Menschen in den einzelnen Religionen auf das zurückzuführen, was der Ursprung eigentlich aller Religionen ist, und das ist Liebe. Genau, genau. Ja. Das ist etwas, was ich mir auch entnommen habe. Es gibt nur eine Religion, nämlich die Religion der Liebe. Genau. Alles, was hier wir an Religionen kennen, egal was das ist, ist alles von Menschenhand erschaffen. Genau. Das hat mir diese Erkenntnis ganz, ganz viel gegeben. Genau. Mhm. Und das ist ja, und dann kann man auch so verstehen, also es gibt natürlich auch so eine westliche Berichterstattung, zum Beispiel über Sai Baba, da werden also ganz viele Sachen verbreitet im Internet, die überhaupt nicht stimmen. Aber Jesus Christus, wenn man sich überlegt, wenn es damals Internet gegeben hätte, was da wäre auch so einiges unterwegs gewesen wahrscheinlich. Genau. Wäre, ne? Mhm. Also dann sagt Sai Baba zum Beispiel, und das habe ich am Anfang erstmal gar nicht verstanden, aber es fand ich unglaublich treffend, also zu meine Einstellung zur göttlichen Energie und zur Spiritualität. Er sagt, ich bin Gott, ja. Du bist Gott, mhm. Ich weiß es. Ja. Und du? Und das ist so, und das kommt dem sehr nah, also was ich meine, was so richtig ist, jeder Mensch hat einen göttlichen Kern. Jeder Mensch. Mhm. Der ist nur unterschiedlich stark verpackt. Ja. Ne? Ja. Und in diesem göttlichen Kern ist alles enthalten, und wir haben über unseren göttlichen Kern Verbindung zu allem. Das übrigens bestätigt die Quantenphysik. Ja. Wir sind mit allem verbunden. Also es ist gar nicht nur Spirituelles, es ist dieses hochwissenschaftliches, physikalische Weisheiten sind das. Sprengt nur hier unseren Kopf. Genau, wir können es nicht vorstellen. Und wenn mir jemand sagt, du bist Gott, dann sprengt das auch irgendwo die Vorstellungskraft von uns, weil wir in diesen Dimensionen überhaupt nicht gelernt haben zu denken, weil ja ganz viele Dinge über uns gestülpt sind, die uns ja klein halten. Ne? Genau. Also ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die ist dann irgendwie in die Psychiatrie geraten, so, aber nicht wegen meiner Arbeit, sondern die war so ein bisschen labil. Und dann hat sie das in der Psychiatrie, hat sie gesagt, sie wäre Gott. Mhm. Ja? Und dann haben sie gleich noch ein bisschen länger da behalten. Ganz weil, schlecht in unserer Kultur. Ja, ganz schlecht, aber sie konnte es nicht erklären. Ich hätte es nicht erklärt, aber für sie war das plausibel. Und das ist natürlich gar nicht gut, also für die traditionellen Kirchen und für diese Institutionen. Wenn jeder Gott in sich trägt, ja, also das geht gar nicht. Ja. Also das ist aber, man braucht ja die Religion, man braucht die Kirche und man braucht das, ne? Und die vermitteln, was richtig ist. Mhm. Und wir beide, denke ich mal, kann ich für dich auch sprechen, wir wollen die Leute ja in ihre Kraft führen, dass sie selbst alles erkennen, dass sie selbst ihre eigene innere Weisheit erkennen und so. Und das hat für mich auch etwas, was Wunderbares zu tun mit Spiritualität. Mhm. Dass wir an unsere Potenziale kommen. Und es gibt unendlich viel Weisheit, unendlich viel Erfahrungen, auch aus früheren Leben. Mhm. Und die gilt es, soweit es für unser Leben passt, jetzt in unser Leben zu bringen. Mhm. Und dann machen wir halt so bestimmte Erfahrungen und ordnen die ein. Da kommt immer der Verstand, der dazwischenfunkt. Mhm. Wir ordnen die ein. Und so war es bei mir auch, als ich hatte, bevor ich dann nach Indien gereist bin, hatte ich einen Job, und da war ich Presse- und Öffentlichkeitsreferent der Deutschen Sportjugend, und da haben mich mehr oder weniger rausgeworfen. Ne? Mhm. Und das war mein Traumjob. Und damals habe ich gedacht, oh, das ist jetzt gar nicht gut. Also entweder bewerbe ich mich jetzt neu oder ich mache jetzt eine Reise. Und dann habe ich eine Reise gemacht. Hast du dann jetzt auch mit dem Leben gehadert, deinen Traumjob gefunden und dann wirst du rausgeworfen? Also ich habe nach einem Jahr, als sie mich rausgeworfen hatten sozusagen, da habe ich schon gemerkt, es ist kein Traumjob. Also deswegen war es ganz wichtig, dass ich diesen Job bekommen habe, sonst hätte ich dem nachgetrauert. Mhm. Aber ich wäre natürlich als disziplinierter Mensch und dabei bleiben zu wollen und mich nicht rausekeln zu lassen, hätte ich natürlich jetzt noch ein paar Jahre verbracht.
Ne? Aber im Nachhinein denke ich mir, das war mein Einstieg zur Spiritualität. Also damit habe ich, also das Schicksal sozusagen oder der es Kosmos. Schickt das All. Genau. Schicksal heißt ja nichts anderes als es schickt das All. Ja, genau. Also die haben mich jetzt, die haben mir einfach ein paar Jahre Leben geschenkt, dass ich früher aus dieser Organisation rausgehen konnte. Ja. Sonst ich hätte ein bisschen länger gebraucht. Und dann kam ich dazu, und dann, als ich im Ashram von Sai Baba war, da habe ich unglaubliche Dinge erlebt. Ja. Ich habe erlebt, dass Menschen tiefe Heilung erfahren haben, die schon aufgegeben wurden von Ärzten. Und Sai Baba hat die geheilt. Mhm. Aber mit einer, also ich hatte zum Beispiel einen Mann getroffen, das beschreibe ich auch in dem Buch Beobachtung des Augenblicks. Der war angehender Mediziner, und der hat eine Viruserkrankung. Und die Ärzte haben ihn aufgegeben. Und der konnte nicht mehr alleine essen. Also der war so geschwächt, und die Ärzte haben gesagt, wir können nichts mehr machen. Ja? Und der musste gefüttert werden, weil er so schwach war, der konnte nicht mal den Löffel heben. Aha. Und dann hat er immer wieder den Ruf von Sai Baba bekommen, und als Information, das ist was Karmisches. Da können Ärzte nicht helfen, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen. Das muss aufgelöst werden. Und wenn du kommst, dann kann ich das für dich auflösen. Mhm, okay. Und sein Verstand hat gesagt, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja. Und dann war aber klar, er stirbt. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, jetzt ist auch egal, ob ich jetzt in Deutschland sterbe oder in Indien. Und dann hat eine Ärztin ihn begleitet in einer medizinischen Hängematte, in so einem Stretcher-Coach, ist er transportiert worden mit der Lufthansa. Und dann kam er dahin, und dann ist er Stück für Stück von Sai Baba aufgebaut worden. Und als ich ihm begegnet bin, das war ein Jahr danach, im Ashram, und da konnte er schon wieder ganz normal laufen. Mhm. Und also ein richtiges Wunder, wenn man es so Wunder. Ja, ja. Und dann konnte er wieder richtig laufen, er konnte nur noch keinen schweren Koffer tragen, weil einfach durch das viele Liegen die Jahre vorher. Die Muskeln so einfach mal aufgebaut. Aber du hast doch eine ähnliche Erfahrung, also jetzt, du warst ja jetzt nicht so todkrank, aber du hast doch eine Entzündung im Fuß gehabt, und die das war auch, hat sich auch plötzlich irgendwie aufgelöst. Ja, also das war auch eine, also ich wollte ja, ich habe ja von diesem Astrologen damals gehört, Sai Baba kann materialisieren. Und dann bin ich mit meinem westlich geprägten Verstand, bin ich da in Ashram, und da wollte ich doch erst mal sehen, ob das stimmt. Was das für ein Zauberer ist. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass er Vibhuti, also diese heilige Asche, materialisiert. Und da habe ich mir gedacht, naja, das kann jetzt, ich kann auch nicht erkennen, wie der Zauberer macht, wenn er das Kaninchen aus dem Hut zieht. Mhm. Ne? Also weiß, ob das, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mein Herz hat gesagt, das ist kein Trick. Mhm. Aber mein Verstand hat gesagt, also, abwarten, ja, also halten wir mal den Ball flach. Und dann habe ich aber immer, aber ich habe dann, und hat Sai Baba mir, also im Nachhinein kann ich das so sagen, ne, hat Sai Baba mir ein Geschenk gemacht. Also ich hatte dann auf einmal eine Entzündung in meinem rechten Fuß, und es war so schlimm, der Fuß war richtig dick, ich konnte kaum laufen. Mhm. Ja, und das hat angefangen bei einem Fußzeh, und es war rot, es war geschwollen, es hat ziemlich geschmerzt, also so, dass ich nicht auftreten konnte. Und dann habe ich außerhalb von Ashram, weiß ich noch, habe ich mich mit einer Schweizerin unterhalten, habe meinen Tee getrunken. Und dann sind überall Bilder von Sai Baba, Jesus Christus, von Buddha, Krishna, also das ganze, ganze spirituellen Persönlichkeit sozusagen sind da. Und dann war mein Blick, der ruhte dann auf ein Bild von Sai Baba. Und dann habe ich auf einmal eine ganz tiefe Liebe zu ihm empfunden. Das war plötzlich einfach da. War plötzlich einfach da. Also Verstand hat keine Rolle gespielt und so. War einfach da. Und in dem Augenblick geht ein Ruck durch meinen Fuß. Ich weiß, was ist denn jetzt? Der fühlt sich vor mir so komisch an. Dann habe ich den Verband abgemacht. Mhm. Und da war keine Schwellung mehr da. War nur ein blassroter Streifen, wo vorher die Entzündung ganz, also ausgeprägt rot war. Und da habe ich ganz vorsichtig, weiß ich noch, wie wenn es jetzt passieren würde, mit Daumen und Zeigefinger, habe ich dann ganz vorsichtig da an der entzündeten Stelle, wo es am schlimmsten war, ganz vorsichtig berührt, und schließlich drücke ich da wie ein Berserker drauf, kein Schmerz da. Mhm. Und jetzt kommt das, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, also die Rolle unseres Verstandes. Also mein Verstand hat dann gesagt zu mir, also habe ich mir innerlich gesagt, Rudi, du kannst keine Entzündung gehabt haben, weil genau, die kann jetzt plötzlich weg sein. Eine Entzündung kann sich nicht im Bruchteil einer Sekunde auflösen, das geht nicht. Und dann hat der andere Teil in mir gesagt, bin ich jetzt total verrückt? Du bist doch tagelang rumgehumpelt vor Schmerzen und konntest kaum laufen. Ja. Also das war so,
Und da hat er mir im Nachhinein also nicht gezeigt, was Materialisierung bedeutet, sondern was Dematerialisierung bedeutet. Also er hat den Schmerz aufgelöst. Also er hat nicht irgendwas erschaffen, was ich nicht Ja. kontrollieren kann. Also Stichwort Kaninchen aus Stimmt, dem Hut stimmt, kann ja ein stimmt. Trick sein. Ja. Aber diese Erfahrung, die kann mir, muss mir nicht jeder glauben, ja? Aber die kann mir niemand nehmen. Das ist eine Erfahrung und das ist für mich ein Beweis, was göttliche Energie bewirken kann. Und wenn ich, wenn ich jetzt so Energiearbeit mache, bin ja auch ganz langsam erst reingewachsen, weil ich habe das erstmal gar nicht angenommen, also diese Fähigkeit, dass ich es weitergeben darf, dieses Geschenk. Also ich heile ja auch nicht, ne? Ja, du warst damals also nicht irgendwie spirituell schon unterwegs, also geschweige denn als Heiler Nee. unterwegs, gar nichts, Nee, ne? gar nicht. Ich habe. Einfach aus dieser Sportreferentengeschichte Ich bin ausgestiegen und dann ausgestiegen und Auszeit dann gehabt. bin ich nach Indien und habe da in Indien einen Astrologen getroffen. Also habe ich von Sai Baba noch gar nichts gewusst. Das war erst später, nach dieser Veranstaltung, diesem Astrologen in Deutschland. Also ich bin dann 1990, habe ich aufgehört, habe mich entschlossen, mich nicht neu zu bewerben, sondern bin nach Indien und da begegne ich einem Astrologen. Der Astrologen hat mir ein Horoskop angeboten, ich habe davon nicht so viel gehalten. Aber dachte, ich habe gerade nichts anderes zu tun gehabt. Und dann sagt er mir meine größten Stärken, meine größten Schwächen, nur aufgrund meines der Geburtsdaten. Und hat gesagt, ja, also wann meine erste große Liebe war, wie lange die gedauert hat. Und ich habe nur gedacht, das gibt es doch gar nicht, woher weiß er das alles, ja? Und dann sagt er, darf ich alles sagen? Sag ich ja. Und sagt er, durch dich fließt eine Kraft, du kannst bei anderen Leuten deine Hand auflegen. Du kannst in irgendein Krankenhaus gehen und bei 50% der Leute ungefähr werden die Schmerzen weniger, weil es auf Schmerzen reduziert. Ja. Oder die lösen sich ganz auf. Da hast du wahrscheinlich erstmal gedacht, was redet ihr da für Da habe ich mir Zeug? gedacht, also sieht ja ganz sympathisch aus, Aber. aber so alle Tassen im Schrank hat er nicht unbedingt. Ja. Also ich konnt damit nicht viel anfangen, muss ich sagen. Ne? Also ganz tief in mir habe ich gesagt, also ich habe ja schon vieles erlebt, aber das glaube ich jetzt nicht. Aber es war überhaupt nicht war nicht meine Welt. Deine Intention, ja. Genau. Und dann hat es 4 Jahre gedauert. Und dann, also ich habe 4 Jahre das brach liegen lassen und konnte damit nichts anfangen, habe es wieder vergessen auch. Und dann war ich auf dem Fest. Und unterhalte mich mit einer Frau und dann sagt sie, du, ich habe tierische Kopfschmerzen. Und dann sage ich zu ihr, wenn du willst, kann ich ja mal eine Hand auflegen. Bist anschließend erschrocken über dich Und, nee, ich bin selbst. total, ich hab, mir war das peinlich. Ich habe dann gesagt, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, also ich habe das jetzt gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dazu kommen soll, was zu sagen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe also irgendetwas, vielleicht war es halt Barbara, Es hat keine aus Ahnung. dir gesprochen mit deiner Stimme. Ja, hat irgendjemand durch mich gesprochen, hat das gesagt, hat mich in eine Situation gebracht, die mein Verstand gar nicht gut fand. Und dann sagt sie aber, ja, mach doch mal. Ja. Und dann habe ich meine Hand da aufgelegt, 10 Minuten später waren die Kopfschmerzen weg. Und dann habe ich mich an den Astrologen erinnert. Und so hat es angefangen. Und dann habe ich auch lange gebraucht. Also ich wollte kein Heiler werden. Ja. Also ich habe dann lange gebraucht, das anzunehmen. Ich habe dann unglaubliche Erfahrungen gemacht mit der Schwester eines guten Freundes. Die hatte Volleyball gespielt und hat beim Volleyballspielen sich ein Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Und dann ja, ist sie zum Arzt, hat der Muskelfaserriss diagnostiziert. Dann hat der Freund gesagt, der Rudi macht verrückte Erfahrungen, geh mal zu dem. Und dann hab ich dann meine Hand da aufgelegt. Und dann war das also nicht ganz weg, aber der Schmerz war so weg, dass er Erträglich war. erträglich war. Und dann hat der Arzt gesagt, also wieder hingegangen, ich habe die falsche Diagnose gestellt. Also das kommt dann, ne? Also dann, weil der Heilungsprozess Darf ist der ja Arzt ja schnell dann auch, ja, so klar. geschieht. Und der Punkt ist, glaube ich, das ganz Wichtige ist, also ich bin ja kein Sonderbeispiel für irgendetwas, ja. Also ich bin mittlerweile, nachdem ich es auch 20 Jahre oder wie lange oder auch ein bisschen länger mache, ich bin der festen Überzeugung, wir haben alle natürlich so ein Potenzial in uns. Und jeder, also muss nicht jeder Heiler werden in dieser Inkarnation. Ja. Vielleicht hat man das alles schon abgeschlossen, also jemand anders hat es im früheren Leben gemacht und so. Aber wir haben alle so ein Potenzial und wenn wir uns sozusagen in Gottes Hand geben also dieses innere Potenzial, unseren göttlichen Kern aktivieren, dann kommen wir an ganz viele Dinge heran. Ich meine, du hast ja auch eine Entscheidung getroffen, dass du etwas aufgegeben hast. Ja, klar, dann öffnen sich einfach Türe und Tore, Genau. klar. Genau. Ja. Ja, irgendwann war bei mir auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich bin nicht komplett auf meinem Herzensweg
Und ich hatte so, ich weiß, ich kann das auch nicht erklären, ich hatte so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, dass ich eine schlimme Krankheit kriege und dann auch binnen kurzer Zeit hier weg bin, also mich verabschiede. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor Diagnosen. Wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde und er würde mir sagen, Sie haben Krebs, dann wird mich das jetzt nicht für mich jetzt zum Tode verurteilen, dann ist das, was der Arzt mir diagnostiziert hat. Mhm. Und dann würde ich schauen, wie ich meine Selbstheilungskräfte aktivieren und da weiter auf den Weg. Aber das hier war so eine klare Botschaft mit der Info auch, dass ich da auch nicht mehr rauskomme, dass ich definitiv dann mich hier verabschieden müsste. Ich kann jetzt, das war einfach so. Und da, ich stand wie so vor der Entscheidung, entweder ich entscheide mich jetzt fürs Leben oder ich entscheide mich dafür zu gehen. Und da ich ja auch noch Kinder habe, die zwar inzwischen junge Erwachsene sind und auch Mann, und ich habe mich fürs Leben entschieden und habe dann auch die Entscheidung getroffen, ich verabschiede mich nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst. Da haben auch einige zu mir gesagt, sie haben immer alle Tassen im Schrank. Ne? Genau. Und wenn ich dann beobachte, wie viele Türe und Toren sich da geöffnet haben, das hätte mein Verstand total gesprengt. Ich muss aber auch sagen, ich war auch dazu bereit, selbst wenn das alles in die Hose geht und ich zur Hartz-IV-Empfängerin werde, dann ziehe ich auch die Konsequenz und bin Hartz-IV-Empfänger, auch wenn ich mir das nicht hätte vorstellen können. Aber mit dieser Konsequenz habe ich meine Kündigung geschrieben, ne? Dass ich auch dazu bereit gewesen wäre, wirklich mit allen Konsequenzen ab sofort nur noch die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen. Also mich absolut auf meinem Herzensweg zu begeben, zu fokussieren und diesen Weg zu gehen und rechts und links auszublenden. Genau. Ne? Und dann, das war meine Erfahrung auch, wenn du dich dann fokussierst, dann kriegst du Unterstützung von dem Teil, auf den du dich fokussierst. Wenn du dich auf den Verstand fokussierst, dann kriegst du die Unterstützung von der Begrenztheit des Verstandes. Wenn du dich auf deinen göttlichen Kern, also auf deine innere Weisheit, deine Intuition fokussierst, dann kriegst du eine unglaubliche Power und Erkenntnisse von dieser Ecke, die auch, auch in dir ist. Und dann öffnen sich auf einmal Türen, wo der Verstand sagt, oh Gott, wie kann das denn funktionieren? Genau, ganz genau. Ja. Und das konntest du dann auf deinem weiteren Weg ja auch beobachten, ne? Ja, ich habe da ganz viele, also ich habe so banale, was Banales, was aber auch irgendwie mein Verstand ein bisschen auseinander gebracht hat. Ich hatte ja dieses Zentrum da in Manubach. Und da ging es am Anfang um Mietvertrag, und hat derjenige, von dem ich das Haus gemietet hatte, hat mir einen Mietvertrag vorgelegt, der für mich nicht zu unterschreiben war. Ne? Also es war vom Hauseigentümerverband ein Mietvertrag, also es war ganz schlecht für mich, aber ganz gut für ihn. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht unterschreiben. Da habe ich mich mit Sai Baba verbunden und gesagt, also da kann ich mich jetzt von diesem Projekt verabschieden, das geht für mich nicht. Und aber ich gebe das jetzt einfach mal in deine Hand, okay. und dann mal gucken, was da rauskommt. Und dann habe ich das gemacht, aus ganzem Herzen, also das muss auch nicht nur halb oder zur Hälfte, sondern aus ganzem Herzen machen. Und dann habe ich mich mit dem Vermieter getroffen und habe gesagt, ich würde gerne mit ihm dann mal drüber reden. Und ich war mit Sai Baba verbunden, mit Jesus Christus und mit meinem Schutzengel. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja für Sie jetzt auch gar nicht annehmbar, das müssen wir streichen. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir was verändern, das ist für Sie ja auch irgendwie schlecht. Also es war eine völlig abgefahrene Situation, also gar nicht real, also ganz lebensfern eigentlich, obwohl es mitten im Leben stattgefunden hat. Nur durch diese Verbindung hat er eine ganz andere Position gehabt und hat ein ganz anderes Verständnis auch für mich entwickelt und nicht für ihn. Und dann haben wir diesen Mietvertrag auf ein Drittel zusammengestrichen. Und dann war das für mich okay und für ihn war es auch okay, und dann habe ich dieses Projekt gestartet. Ne? Also es sind so Kleinigkeiten. Ja, das können wir unseren Zuschauern denn jetzt so an drei Aspekten mitgeben, so als Ermutigung, Quintessenz von unserem Gespräch jetzt hier. Also Quintessenz wäre für mich, also ob es jetzt drei Aspekte sind, ob ich drei zusammenkriege, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, was ich ergänze. Ja, genau. Was ja. Also auf jeden Fall, es gibt Situationen im Leben, die im Nachhinein sich ganz anders darstellen. Also nicht verzweifeln, wenn wir in einer Situation sind, wo wir denken, oh, da komme ich jetzt kaum noch raus. Also das ist das eine. Und das andere ist,
dass wir die Möglichkeit, dass wir eine Entscheidung treffen, ob wir uns, wohin wir uns wenden, um Hilfe zu erhalten, das habe ich ja gerade erwähnt mit dem Verstand, oder ob ich sage, ich habe so etwas wie einen göttlichen Kern und ich aktiviere die Ressourcen in meinem göttlichen Kern und da bin ich, der ist mit allem verbunden. Das heißt, ich kriege von überall, was Ausdruck ist von göttlichem Licht und göttlicher Liebe, kriege ich Unterstützung. Und das ist tatsächlich so. Ja, also das wären die zwei Sachen, die mir da im Wesentlichen einfallen. Ja, und das Dritte, was da wunderbar dazu passt, ist das Urvertrauen ins Leben, dass das Leben es gut mit uns Ganz meint. genau. Also diesen Glaubenssatz, das Leben ist eine harte Schule, Ja. das Leben ist kurz und weh, und ich muss viel leisten, damit ich da irgendwo meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und, oder ich muss da Dinge in meinem Leben machen, die überhaupt nicht in meinem Herzen entsprechen. Dass man das Urvertrauen nochmal zulässt, sich vertrauensvoll ins Leben begibt und sich vom Leben dann auch tragen lässt. Und dann sagt das Leben auch, wunderbar, ich fühle mich auch gerade so, mir kommt gerade so das Bild auch wie so in einer Wiege getragen vom Leben, seit ich mich da auch so total hineinbegeben habe. Und das heißt ja nicht, dass ich am Arbeiten bin, aber Arbeiten ist auch nicht der falsche Ausdruck. Ich bin am Wirken. Es ist mir ein Wirken. Also ich mache die Dinge, die mir am Genau. Herzen liegen, und das ist keine Arbeit, die mir Energie raubt, sondern die mir Energie schenkt. Und so kann ich jeden Tag auf ein Neues begrüßen, weil ich mich auf die neuen Genau. Dinge freue, die heute anstehen, und Und es eine gibt andere keinen Lebensqualität. strafenden Gott. Das sowieso. Es gibt Ja, keinen das ist strafenden wichtig. Gott. Es gibt Richtig. in unserer Kultur gibt es den strafenden Gott. Es ist uns Also eingepflanzt worden. gibt es nicht. Also das ist so meine Erfahrung, gibt es nicht. Ja, sondern deswegen, wenn es das nicht gibt, dann brauchen wir auch nicht vor Schuldgefühlen Richtig. Kaputt zu gehen und selbst kaputt zu machen, sondern Nein. es gibt vielleicht einen, sagen wir mal, einen Gott, also für mich gibt es nur den liebenden Gott, aber der mir manchmal den Spiegel vorhält. Also er reflektiert das, was ich tief in mir habe und wenn ich die Erkenntnis habe, dass da etwas ist, was geheilt werden darf und ich das heile, dann kriege ich wieder einen anderen Spiegel. Ja, das Also ist dass er spiegelt, richtig. also das Göttliche finde ich Ja. spiegelt, aber bestraft nicht. Richtig. Und es ist allenfalls eine Instanz da, die für Ausgleich sorgt. Ja. Ne? Im Leben will ja auch immer alles, muss ja auch immer alles so ein bisschen in der Waagschale sein, ein Ausgleich. Das heißt, wenn mir Dinge irgendwie geschehen, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wo ich denke, warum passiert mir das jetzt, so kleinere Dinge oder was. Ja, wo ich dann denke ich halt einfach gleich, es hat seinen Sinn. Auch wenn ich den Sinn jetzt hier nicht darin da erkenne, aber es hat seinen Sinn, irgendein Ausgleich wird jetzt hier mal gerade geschaffen, warum auch immer. Ich habe zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, das ist schon 4, 5 Jahre her, mal daheim so, was weiß ich, gefühlte Kisten voller Leergut mitgenommen, weil sich das zu Hause so angesammelt hatte, und hatte damals so Leergut, 15 Euro oder sowas war das um den Dreh. Und komm an die Kasse und der Zettel war weg. Hätte ich mich ja ansonsten total geärgert drüber. Und in dem Moment habe ich gedacht, anscheinend habe ich irgendjemandem mal 15 Euro weggenommen in diesem Leben oder im früheren Leben, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Und das ist jetzt der Ausgleich dafür. Fertig. Also so gehe ich mit Naja, diesen Dingen halt einfach um. genau. Ne? Das heißt auch das Leben annehmen Ja, in der Situation. genau. Und du musst dir nicht alles erklären. Also du hast Nee, Frieden nee. geschlossen mit der Situation und du musst nicht jetzt jede Situation in deinem Leben verstehen. War halt einfach so. Früher wär ich total außer mir Ja, nee. geraten und zornig gewesen, und mit den 15 Euro, ich war ja jetzt nicht reicher und nicht ärmer. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendjemandem mal so den Betrag, aber das Universum, das nimmt ja das jetzt nicht so gleich als Ausgleich. Es gleicht aus, aber ja jetzt nicht genau Du hast 15 genau. Euro oder so. Anscheinend habe ich irgendwie mal in der Richtung was gemacht, und jetzt war dann eben der Ausgleich da. Fertig. Oder es wollte einfach jemand anderem, der diesen Schein gefunden hat in dem Laden. Ich habe das ja in dem Laden, habe ich ja den Schein verloren. Das war auch mein Gedanke. Der gerade so am Existenzminimum vielleicht nagt und gerade die 15 Euro gut gebrauchen kann und dem eine Freude damit machen Genau. wollte. Kann ja auch Ja. sein, So hat ne? der Verstand jetzt eine Aufgabe, das genau rauszukriegen. Was ist jetzt die Ursache für Genau. die, um das. Okay. Genau. Also ihr Lieben, habt Vertrauen ins Leben, hört auf euer Herz und ja, begibt euch auf euren Herzensweg. Und ich hoffe, ihr heute hattet Freude und ein bisschen Inspiration hier durch unseren Plausch hier. Wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Danke für euer Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Na Sagen Namaste. Das Namaste. Göttliche in mir grüßt das Göttliche in euch.
Tschüss. Ciao.